Hallihallo und damit herzlich willkommen bei einem etwas anderen Spiel. Seht ihr eine leicht bekleidete Anime-Figur, ja. Und ich schalte jetzt einfach mal die ganzen Sounds ein, weil es gibt hier komischerweise keinen richtigen Title-Screen, weshalb auch immer. Ja. Und es hört hier eine wirklich wundersame und wunderbare Musik, Leute. Und die einen oder anderen von euch sollten das Spiel Cookie Clickers kennen. Ist ja ein Browser-Game bekanntlich und da muss man einfach klicken, ne? Und in diesem Spiel ist es genauso, wir klicken einfach und diese Charaktere geben ein paar komische Geräusche von sich. Ja, panische Geräusche, wo sie so leichthaft stöhnen, Leute. Weiß gar nicht, ob ich das hier zensieren muss, das Spiel, aber ich glaube nicht, es ist hier nur leicht bekleidet, ne? Ansonsten hat man hier einfach so ein bisschen Gold, das man sammelt durch ein paar Klicks und sowas, ne? Und ja, ist ein kostenloses Spiel, das man sich auf Steam downloaden kann. Ist natürlich unten nochmal verlinkt, falls irgendjemand dieses kleine Spiel spielen will. Ist ein winziges Spiel, wenn man mal nebenbei irgendwas machen möchte, beziehungsweise wenn man nebenbei sozusagen ein bisschen klicken möchte und nichts Besseres zu tun und nichts Besseres im Sinn hat, ist das meiner Meinung nach ein gutes Spiel, was man mal so nebenbei zocken kann. Es gibt ja im Übrigen auch noch kleine Klickbots, die man sich zulegen kann, falls man nicht so Bock hat, selber zu klicken. Und ich meine, mit dem ganzen Gold, was wir uns hier einsammeln, können wir uns hier auch eine Shoujo rekrutieren, die dann automatisch für uns hittet. Und da müssen wir nicht mal so richtig bekloppt draufkloppen, Leute. Ich habe auch inzwischen schon einen Boss weggekloppt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber ich habe ihn da weggekloppt, das weiß ich noch. Und ja, ne? Das läuft auf jeden Fall richtig super duper. Wie gesagt, falls ihr euch für so ein geiles Spiel interessiert, ist wirklich feierbar, ist besser als die ganzen neuesten Spiele. Also, ich meine, Call of Duty, Black Ops 3 oder CSGO oder was weiß ich nicht alles. Leute, das könnt ihr alles in die Tonne treten. Wir spielen heute einfach mal Sakura Clicker und ich werde euch dieses Spiel wirklich ans Herz legen. Es ist kostenlos, man hat einen riesengroßen Spielspaß damit und man kann klicken. Das Einzige, was man wirklich braucht für das Spiel, ist eine funktionsfähige Maus. Mehr braucht ihr nicht, Leute. Und ich meine, sobald man nicht mehr braucht als eine Maus, ist das Spiel doch echt cool. So, wir haben uns jetzt ein bisschen mehr hier eingekauft, ne? Und dann geht das auch alles ein bisschen flotter. Guck mal, da haut unsere Shoujo richtig krass drauf. Wir müssen ja gar nichts mehr machen. Egal, wir kloppen hier jetzt hier den nächsten Boss weg. Der ist ja auch so sanft wie Butter, ey. Aber ich mag das wirklich, dass die immer so schön stöhnen, Leute. Und schaut euch dieses Gesicht an. Guckt die Augen an, Leute. Oh ja. Oh, das ist so geil. Das ist so geil. So haben wir noch mal ein bisschen mehr. Oh, Leute. Ich bin gerade nicht in meiner Stimmung, wo ich richtig schnell klicken kann. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gold bekommen. Durch dieses kleine schöne Power-Up. Also hier kommen auch ab und zu so komische Tierchen. So eine gelbe Katze und eine lila Katze. Und bei der gelben muss man einfach nur einmal klicken. Und bei der lila kann man so oft draufklicken, bis man halt, oder so lange wie man halt kann, oder es gibt ja noch ein kleines Zeitlimit, und da kann man so viel Gold raushauen, wie man nur kann, ne, Leute, das ist echt Hammer. Das Spiel ist wirklich so feierbar. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt gleich nochmal die Dai, und ja, ne, das ist eigentlich schon das komplette Gameplay, mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Also, falls ihr euch dafür interessiert, ne, ihr könnt euch das holen. Hier kann man sich auch noch kleine Power-Ups und sowas kaufen später, wenn man genug Gold hat. Also ihr seht ja, wie teuer das an der Zeit wird. Hier 7 Millionen und keine Ahnung, was AA ist, keine Ahnung. AA erinnert mich nur an das, was aus dem Hinterteil rauskommt. Aber ich meine, wir können ja natürlich auch AA zahlen, ne? Also, so ist es ja nicht. Und ja, da ist noch ein kleines Kätzchen. Und ich will mal sagen, Leute, ich hoffe, euch gefällt dieses Spiel. Ich konnte es euch näher bringen. An dieser Stelle mache ich auch diese erotische Musik und Sounds mal aus, damit ich sozusagen die kleine Abmoderation machen kann. Ist halt, wie gesagt, nur ein kleines, winziges Spiel, wo ich gar nicht viel erklären muss, Leute. Und ich meine, falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das holen. Ihr könnt diese wunderschönen Charaktere sehen, die auch nebenbei, wenn man hier den Voice Sound anmacht, schön stöhnen. Oh, Leute, ist das nicht geil? Okay. So viel dazu und ja, Sakura Clicker heißt das Ganze. Das Spiel, was ihr euch auf Steam downloaden könnt, habe ich schon oft genug gesagt, ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten kleinen Let's Play wieder. Schudulü, reingehauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.